Ist Wladimir Putin wahnsinnig? Was bedeutet der Ukraine-Krieg für Europa? Und dritte Frage, ist die heutige Rallye, die wir in den Aktienmärkten sehen, ist die besonders intelligent und weitreichend? Diese drei Fragen versuche ich in diesem Video zu beantworten. Vielleicht ist das heute der dunkelste Tag der europäischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat einst Peter Strutz, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister, vor 10 Jahren gestorben, den Satz gesagt, unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Und vielleicht muss man sagen, unsere Sicherheit wird inzwischen eher an der Oder oder vielleicht an der Weichsel verteidigt. Und das ist natürlich ein absoluter Gamechanger in einer Zeit, in der niemand mehr eigentlich mental bereit ist, solche Auseinandersetzungen führen zu wollen. Die Russen sind dazu bereit, Putin ist dazu bereit. Und warum das so ist, das erklärt vielleicht die folgende Analyse, die ich Ihnen hier kurz geben will. Wir erinnern uns, Putin ja Geheimdienstagent, eher aus schwierigen Verhältnissen kommen, stolz als Geheimdienstler für das große Sowjetreich arbeiten zu können. Er war eingesetzt in der DDR, er lebt 1989 in der DDR, wie ein System, das vorher sehr fest im Sattel zu sitzen schien, plötzlich kollabierte. Machtlosigkeit der Sowjetunion, absolute Desorientierung war die Folge. Dann geht Putin zurück in die noch bestehende Sowjetunion, dann kollabiert, implodiert 1991 die Sowjetunion auch noch. Das heißt, der Putin, der kommt von Trauma ins nächste Trauma. Seine Gewissheiten, die fallen in sich zusammen, einer tollen Karriere innerhalb eines Geheimdienstes, einer Supermacht, dann steigt diese Supermacht im Prinzip in die zweite Liga ab. Und zur Überwindung dieses Traumas, da versucht er jetzt, dieses sowjetische Großreich, diesen Glanz wiederherzustellen, das alles wieder gut zu machen, diese Schande wieder gut zu machen, dieses Machtlosigkeitsgefühl, das damals für ihn wohl der Fall war, wieder in irgendeiner Form zu kompensieren. Ist natürlich sehr psychologisierend, aber anders kann man vielleicht diese Frage, ist Putin wahnsinnig, nicht beantworten. Er handelt nach einer gewissen Logik, das tut er sehr rational, aber ausgehend von Traumata offenkundig. Das wirft ein Licht auf dieses Geschehen. Was will er eigentlich? Hier ein Schweizer Militärexperte sagt, es geht um mehr als nur die Ukraine. Das würde dieser Sowjetlogik, dieses Großreiches Sowjetunion stützen. Zunächst mal eben wird hier von der Luft angegriffen, Infrastruktur, dann eben Raketenangriffe aus der Luft, dann Panzer- und Bodentruppen. Das ist ja schon teilweise passiert, auch von Belarus aus, von der Krim aus. Im Süden kommt er über Odessa und so weiter. Zerstörung der Verkehrsinfrastruktur und dann eben möglicherweise auch die Eliminierung der politischen Führung der Ukraine. Das ist offenkundig der Plan. Und wenn wir hier mal, wie ich finde, einen sehr bewegenden Aufruf von Andriy Melnyk, dem ukrainischen Botschafter in Berlin, hören, der sagt, wir appellieren an die deutsche Öffentlichkeit, an die Menschen guten Willens hier in der BRD. Helfen Sie uns, die Bundesregierung zu überzeugen, dass Sie unsere Ukrainern in dieser dramatischen Situation und Tag nicht nur mit Worten der Solidarität, sondern vor allem mit mutigen Taten und zwar sofort unter die Arme greift. Nun ja, mit den mutigen Taten, da habe ich so meine Zweifel, dann auch noch der Appell, dass die Kirchen in Deutschland für die Ukrainer beten sollen. Also das geht schon ein Stück weit ans Eingemachte, gar keine Frage. Da ist wirklich eine Dramatik erkennbar in der Situation. Und jetzt hat sich unser Wirtschaftsminister geäußert. Wir wollen, so sagte Russland, von jeglicher industrieller Entwicklung abkoppeln. Das ist ja das, was auch von der Leyen immer wieder gesagt hat. Ja, die russische Wirtschaft hat Probleme. Wir wollen deren Modernisierungsprozess dann praktisch totschießen. Aber jetzt fängt es schon an, wenn wir uns mal hier Diplomatenkreise anschauen. Wie schaut es denn aus jetzt mit diesen brutal harten Sanktionen? Italien, Österreich und Deutschland sagen, naja, also der Bankensektor Russlands, den komplett jetzt rauszuschießen, wollen wir nicht. Italien sagt also, bitte jetzt nicht Eisenbahnsysteme da irgendwie sanktionieren und auch Luxusgüter bitte nicht, gell, weil man hat ja ein paar, die italienische Luxusgüterindustrie ist ja weltbekannt. Belgien dagegen will jetzt eher mit Diamanten keine Sanktionen sehen, da ist ja, wie Sie wissen, in Belgien ein großes Zentrum und alle wollen eigentlich nicht den Energiesektor sanktionieren, klar, weil wir ziemlich abhängig sind von eben dieser Energie, anders als die Amerikaner. Jetzt kommt aber folgende Situation ins Spiel. Russland ist drittgrößter
Erdölproduzent, zweitgrößter Erdgasproduzent mit einem Weltmarktanteil von 20%, Edelsteine, Belgien, Edelmetalle, sechstgrößter Exporteur weltweit, Stahl und Roheisen, fünftgrößter Exporteur, Kohle, drittgrößter Exporteur, Getreide Nummer 1, Gerste Nummer 3, Mais Nummer 7, Holz Nummer 8, Düngermittel Weltmarktführer, und Düngermittel sind sehr, sehr wichtig. Wir erleben gerade ja, wie die Düngemittelpreise durch die Decke schießen. Das dürfte heute nicht besser geworden sein, eben weil der weltgrößte Exporteur hier ausfallen könnte. Das verteuert die Lebensmittel, das bringt weitere Lebensmittelinflation, Kupfer. Achtgrößter Exporteur und. Hier sehen wir nochmal Weizen zum Beispiel, hier der Weltmarktanteil Russland plus Ukraine. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Ukraine dann eben auch nicht mehr als Exporteur hier eine Rolle spielen kann. Und wir sehen vor allem Korn, da ist die Ukraine ein wirklicher Faktor. Aber wir sehen Palladium, Aluminium in diesen Bereichen, da bringt Russland sehr, sehr viel auf die Waage. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen wirklich knallharte Sanktionen, dann ist Russland vielleicht da in der Lage zu sagen, gut, dann verkaufen wir das an die Asiaten. Wir können ja viele Maschinen etc., Computertechnologie, können wir alles ja aus Asien importieren inzwischen. Dazu brauchen wir den Westen nicht mehr. Und damit bleiben wir dann auf unseren Waren sitzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bekommen wir nicht Energie, bekommen wir nicht sehr, sehr wichtige Rohstoffe wie etwa Palladium, wie so viele Bereiche, die in unserer Industrie eingesetzt werden. Also Europa scheint mir hier in einer ziemlich miserablen Situation zu sein. Wir sehen hier Gas heute 56% gestiegen, Palladium, Weizen, Mais, alles schießt durch die Decke. Wer zum Beispiel, das hat mir ein großer Landwirt erzählt, wer Weizen handeln will, der kann nur mit einer Videoschalte irgendwie das tun, denn da sind Prozesse derzeit am Gange, die kann man sich nicht vorstellen. Es ist Panik in diesen Märkten. Da geht es richtig zur Sache. Hier sehen wir mal vielleicht auch die Verhandlungsposition Russlands. Commodities haben den Nasdaq um 50% seit Jahresbeginn ausperformt. Und was besitzt Russland? Viel dieser Commodities, das ist natürlich eine gewisse Stärke. Und jetzt gab es ja auch im Umfeld von Tschernobyl Kämpfe und da ist offenkundig auch Radioaktivität freigesetzt worden, radioaktiver Staub, wie es hier heißt. Jetzt kommt das auch wieder, das war ja 1984, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das sehr, sehr hautnah miterlebt, war 15 Jahre alt und dann diese apokalyptische Situation mit Tschernobyl, es ist mir noch sehr, sehr vertraut. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten. Die Märkte sagen sich, schick. Und warum? Weil eben jetzt die Notenbanken nicht mehr diesen monetären Klimawandel so durchziehen können. Wir sehen hier nochmal diese Grafiken praktisch bei Invasionen, also wenn ein Krieg irgendwie losgeht. Vorher fallen die Märkte, dann steigen sie. Aber haben sie Grund, diesmal nachhaltig zu steigen? Und da habe ich meine etwas dickeren Zweifel. Wir sehen hier Stournaras, der Grieche, dass der sagt, okay, wir könnten jetzt die Anleihekäufe weiter bis Jahresende machen. Okay, aber dass Holzmann, der Österreicher, der kürzlich noch gesagt hat, wir sollten zweimal die Zinsen anheben, QI beenden, dass der das jetzt auch sagt, das zeigt, was da der Fall ist. Absage des monetären Klimawandels. Okay, nur haben wir jetzt gesehen, dass die Rohstoffpreise nach oben gehen, dass die Energiepreise durch die Decke schießen. Was passiert denn jetzt? Soll die Notenbank jetzt weiter irgendwie die Zinsen auf Null halten und die Inflation, die fliegt jetzt komplett aus der Decke raus? Also da habe ich meine Zweifel, ob das funktionieren wird. Und genau diese Logik scheinen die Märkte jetzt erstmal zu verdrängen, indem man nur erstmal sieht, hurra, die werden die Zinsen nicht anheben oder nicht so schnell. Aber es wird uns nicht helfen, weil die Inflation, die wird ja nicht weniger, sondern die wird mehr. Das heißt, das Problem, das wir haben, und das ist ja nur die Reaktion der Notenbanken auf das Problem, das nennt sich Inflation. Und wenn das Problem der Inflation verschärft wird, dann hilft es mir nichts, wenn ich kurzfristig glaube, die Notenbank reagiert darauf nicht, weil uns die Kaufkraft faktisch schwindet, weil unser Geldsystem gegen die Wand fliegt, könnte man sagen. Ob das dann wirklich eine nachhaltige Party ist, sei mal dahingestellt. Hier ein Artikel auf Bloomberg. Extrem schwierig, eine Inflation oder hier die extrem schwierige Situation für die Notenbanken damit umzugehen. Die Inflation wird weiter steigen. Gleichzeitig ist das Wachstum in Gefahr. Man könnte von einer Shrinkflation sprechen. Wahrscheinlich wird die Wirtschaft dann sogar schrumpfen, deutlich schrumpfen, während gleichzeitig die Inflation weiter steigt. Das ist ja schlimmer als eine Stagflation. Also eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation. Ist das wirklich der Boden für eine nachhaltige Erholung von Aktien? Man kann zumindest daran zweifeln. Hier auch nochmal
ein Artikel der New York Times. Das war früher ja so, dass Notenbanken immer auf solche geopolitischen Krisen reagiert haben, indem sie eben nichts gemacht haben oder die Füße stillgehalten haben. Aber jetzt haben wir eben als Unterschied dieses Inflationsthema, das uns aus der Kurve schießen kann. Dementsprechend sollte man da vorsichtig sein. Jetzt kommen wir zu den möglichen weiteren Konsequenzen. Hier ein Bericht jetzt, dass 9 chinesische Flugzeuge den taiwanesischen Flugraum verletzt haben. Jetzt hat Hu Xixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, gesagt, gewöhnt euch dran, da wird mehr kommen davon. Das heißt, hier ist ganz klar das Signal, Ukraine ist sozusagen eine Art Blaupause. China sagt ja, ist ja was anderes, weil Taiwan gehört ja eh zu China. Also das ist noch krasser eigentlich in der ganzen Dimension. Und wenn man sich das alles anguckt, natürlich wäre all das für Putin nicht möglich ohne die Rückendeckung der Chinesen, die teilweise schon kritische Kommentare über diese Aktion der Russen rauszensieren aus dem Internet. Das zeigt ganz klar, wo man eigentlich steht, auch wenn man offiziell sich neutral hält. Aber in diesem Schachspiel, da haben vor allem die Europäer ganz, ganz schlechte Karten, die Amerikaner etwas bessere Karten, weil sie eben nicht so abhängig sind von russischem Öl. Apropos Öl, wird man weiterhin so viel Öl aus Russland importieren als Amerikaner? Gute Frage, wir werden sehen. Und jetzt ist es so, wer zum Beispiel Öl kaufen will, hier 3 große Käufer von russischem Crude Oil, die haben jetzt teilweise das nicht mehr über ihre Banken abwickeln können, weil offenkundig mental zumindest diese Sanktionen schon gelten oder vielleicht den Banken gesagt wurde, nee, ist nicht mehr. Was wird das bedeuten? Wird das bedeuten, dass dann der Ölpreis sinkt? Das würde ich eher nicht vermuten. Wird das bedeuten, dass der Weizenpreis sinkt? Würde ich eher nicht vermuten, sondern ich würde vermuten, dass das alles natürlich noch viel krasser wird und dass dann eine Notenbank einfach die Füße stillhält und sagt, ja, ist jetzt nicht unser Problem. Der Einzige, der jetzt klar gesagt hat, was kommen sollte, ist Boris Johnson, der gesagt hat, also schmeißt sie raus aus dem SWIFT. Jim Bianco sagt, das ist die nukleare Option. In dem Moment würde jeder Handel mit Russland sofort zusammenbrechen, also Öl, Rohstoffe, Getreide und so weiter. Die einzige Chance, sagt er, wie wir Russland oder wie wir sozusagen dafür sorgen können, dass Putin keinen Bankzugang mehr hat, ist, wenn wir ihm einen Truck hinstellen in Ottawa und er ein bisschen zu laut die Hupe bedient. Anspielung an die kanadischen Trucker fand ich persönlich jetzt durchaus sehr, sehr humorvoll. Und meine Damen und Herren, 2 Dinge noch zum Abschluss. Krieg in der Ukraine und Sanktionen. Was will Putin erreichen? Unter dem Video verlinkt im Begleittext. Und noch wichtiger ist jetzt das, was heute Abend kommt. Inflation, Zentralbanken in der Krise. Wohin steuert unser Geld mit Thomas Mayer? Der großartige Thomas Mayer, wahrscheinlich der führende, der maßstabsetzende Finanzökonom unserer Zeit. 19 Uhr, der Live-Link unter dem Video. Hinweis: wir mussten heute das Video aufzeichnen aus terminlichen Gründen heute Mittag. Haben die Aufzeichnung gemacht, meine Kamera, alles super funktioniert, um dann nach der Aufnahme festzustellen, dass bei der Aufnahme nur mein Standbild zu sehen ist. Das heißt, wir blenden dann ein Foto von mir ein. Sie sehen die beiden anderen Herren live oder beziehungsweise nicht live, aber halt vor wenigen Stunden, sehen also komplett ihre Gestik und Mimik. Bei mir sehen sie halt nur die Visage. Aber das ist ja vielleicht auch positiv zu werten, dass sie mich da als Standbild sehen. Das hat ja auch seine Vorteile. Wenn Sie diesen hässlichen Vogel nicht sehen müssen, Funkmann und Technik, es ist keine Liebesbeziehung und wird es auch nicht werden, meine Damen und Herren. Dafür vorab schon mal pardon, aber die Qualität des Gespräches hat es in sich. Da verbürge ich mich dafür. Das ist etwas, was Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Im Netz oder auch im Fernsehen schon gar nicht. Unter dem Video der Live-Link, 19 Uhr, also nach meinem Markeflüster, gleich dranbleiben. Und schauen Sie das an. Das ist absolut ein Muss. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.